helfen Menschen in Not. Ehrenamtlich. Bei jedem Wetter. In jedem Gelände. Sommer bei der Bergwacht im Schwarzwald. Einsatz für die Bergretter. Die ehrenamtlichen Helfer müssen sich beeilen. Über den Notruf wurden mehrere Verletzte gemeldet, darunter auch Kinder. Auf dieser Sommerrodelbahn kam es zu einer Massenkarambolage. Ärztin Caro Schütz braucht jetzt schnell einen Überblick. Also, wir haben zweimal Wirbelsäule-Trauma, Kleinkind, circa 6-7 Jahre, dort und dort. Wir haben einmal Gurttrauma, Thorakal bei ihm und einmal eine HWS-Distorsion bei ihr. Zum Kliniker der Heli-Notarzt, dann müssen wir sie triagieren, weil wir haben de facto jetzt keine Transportmöglichkeit. Also pass auf, ich brauche dich, hier Sättigung dran, Druck messen und alles Sättigung ist bei ihm wichtig. Einer muss mit mir. Ein 7-jähriges Mädchen hat Schmerzen. Sie spricht kein Deutsch. Das Kind macht hier Ferien mit seiner Familie aus Israel. So ein Auffahrunfall auf der Rodelbahn kann böse enden, ähnlich wie im Straßenverkehr. Habt ihr einen blauen Zugang? Caro macht sich Sorgen. Guck mal nach und ich brauche eine Infusion. Die junge Ärztin muss schnell entscheiden. Everything's okay. Everything's okay. Ich brauche die Vakuummatratze hier. Ihr verlagert sie inline, ich lege einen Zugang, okay? Everything's okay. Ja? 10 Bergretter sind im Einsatz und versuchen den Verletzten zu helfen. Die Touristen aus Israel sprechen nur wenig Englisch. Das macht die Verständigung nicht gerade leicht. Endlich sind auch die Notärzte im Anflug. Sie suchen einen geeigneten Landeplatz. Wir stabilisieren sie inline, sie hat einen Zugang und dann kümmere ich mich. Guck ich. Kannst du, David, darf ich dich alleine lassen? Caro hilft nun dem Vater der 3 Kinder. Sie ist heute die einzige Ärztin unter den Bergrettern. Nur sie darf Schmerzmittel geben oder einen Zugang für eine Infusion legen. Meine persönliche Angst ist dann immer, dass ich jemanden als zu leicht verletzt einstufe und der doch irgendwie schwerer verletzt ist. Das ist so das, wovor ich wirklich Respekt habe und wo ich dann auch öfter mal an mir zweifle und denke, oh, habe ich das jetzt richtig eingeschätzt? Stimmt das jetzt so? Ja. Unter den Touristen aus Israel ist zufällig auch ein Arzt. Er hilft bei der Diagnose. Der Junge scheint keine inneren Verletzungen zu haben. Dann endlich trifft auch der Notarzt aus Freiburg ein. Übergabe. Die beiden Kinder mit Verdacht auf Wirbelsäulentrauma. Sie ist ABCDE völlig stabil, hat einen Zugang, braucht auch keine Analgesie. Er ist jetzt gerade so ein bisschen unser Sorgenpatient. Er hat ein Gurttrauma, hat auch einen Druckschmerz hier. Wir haben ihm gerade einen großen Zugang gelegt und würden ihm jetzt noch ein bisschen Analgesie geben. Ansonsten ist der Bodycheck unauffällig. Er, auch kleiner Junge, Verdacht auf Wirbelsäulentrauma. Er hat noch keinen Zugang und nichts, weil uns das Material ausgegangen ist. Ich würde die zwei Kinder mit der Wirbelsäule würde ich fliegen. Ein dramatisches Ende für den Familienausflug. Immer wieder passieren Unfälle auf Rodelbahnen wie dieser. Und nicht selten folgen Rechtsstreitigkeiten darüber, wer die Schuld trägt. Der Fahrgast oder der Betreiber. Für Caro zählt erstmal nur, dass Menschen ihre Hilfe brauchen.
Sobald man dann sozusagen den ersten Überblick hat und sich darauf konzentrieren kann und der Plan klar ist, den man hat, ab da wird es dann eigentlich besser. Ich finde immer den Moment, bis man den Plan hat und bis man sich klar darüber ist, wer wie versorgt werden muss, da ist es immer aufregend. Aber sobald das geregelt ist, da kommt dann die Routine so ein bisschen. Eine Routine, die Leben rettet. Tage wie dieser ohne die Helfer von der Bergwacht? Unvorstellbar. Einige Wochen zuvor. Auch wenn es ganz und gar nicht danach aussieht, es ist Anfang Mai. Die Bergretter beziehen ihr Quartier auf dem Feldberg. Es ist das erste Mal seit der Skisaison, dass die Bergretter Patrick, Katharina und Caro hier wieder gemeinsam Dienst schieben. Danke. Oh, es ist noch richtig kalt hier oben her, weil mich freut es auf den Sommer total. Auf die Einsätze im Sommer, das ist schon ein anderes Einsatzspektrum. Das wird spannend. Hallo. Hallo. Spannend bleibt auch das Thema Wetter, weiß Adrian Probst. Ja, im Hochschwarzwald ist das eigentlich gar nichts Ungewöhnliches, da es auch im Juli vielleicht mal sogar noch schneit und der Schnee dann auch liegen bleibt. Aber also wir sind eigentlich auf alles gerüstet. Wir können Schlittenfahrer versorgen, der hinfällt, oder wir können auch im Tal unten schon Mountainbiker versorgen. Wir haben alles Material da. Aber bevor es richtig losgeht, müssen wir uns erst noch mal uns hier vorbereiten und das Material checken und die Fahrzeuge checken und dann sind wir eigentlich einsatzklar auch. Die Bergretter helfen in ihrer Freizeit. Und sie wissen vorher nie, was sie im Dienst erwartet. Ich bin mal gespannt, was dieses Wochenende so kommt. Da kommt Schlitten oder Mountainbike? Beides so gleichzeitig. Freiburg müsste aber der Sommer ausgebrochen sein, oder? Ja, es ist mordschön. Ich war schon in kurzer Hose und T-Shirt joggen. Letzte Woche war echt gut. Die letzten Monate waren für alle aufregend. Katharina hat ihre Bergretterprüfung bestanden. Und Adrian ist der neue Vorsitzende der Bergwacht Schwarzwald. Das heißt, er muss sich auch ums Geld kümmern. Und das ist knapp. Heute bekommen die Bergretter endlich ein neues Einsatzauto. Oh, schicke, da hat man Platz. Keine Selbstverständlichkeit. Das Auto ist hart erkämpft. Denn vom Land Baden-Württemberg gibt es für solche Anschaffungen pro Jahr insgesamt gerade einmal 70.000 Euro. Davon müssen alle 25 Ortsgruppen der Bergwacht im Schwarzwald ihre vielen Einsatzfahrzeuge bezahlen und instand halten. Das ist so gut wie unmöglich. Wenn ein neues Fahrzeug in Betrieb genommen werden kann, das ist ein großes Ereignis, weil auch im Schnitt alle 15 Jahre nur die Fahrzeuge ersetzt werden können. Insofern wartet man eigentlich 15 Jahre fast auf das neue Fahrzeug, plant sehr viel dann und freut sich drauf, richtet jetzt ein. Also das ist eigentlich so mit der größte Moment, den es für so eine Gruppe hier gibt. Bergrettungswache, Hebelhof, Max Chauvin, hallo. Der erste Einsatz mit dem neuen Auto. Ja. Keine Zeit für Adrian, sich weiter ums fehlende Geld zu sorgen. Eine neunköpfige Wandergruppe hat sich im Wald verlaufen. Die Senioren haben völlig erschöpft den Notruf gewählt. Also, wir sind unterwegs, kommen mal zu Ihnen und versuchen Sie zu finden. Wie viel Akku haben Sie denn noch? Die verirrten Wanderer können nur vage beschreiben, wo sie ausharren. Sie sehen einen Funkmast und einen kleinen See. Das passt auf viele Orte im größten Mittelgebirge Deutschlands. Hallo. Wir suchen eine neunköpfige Wandergruppe. Haben Sie vielleicht eine zufällig? Nee. Neun Leute? Neun Leute. Nee. Die Bergretter durchkämmen den Wald mit mehreren Fahrzeugen. Und dann, nach einer fast zweistündigen Suche, finden sie die Senioren. Müde und durchgefroren, aber ansonsten wohlauf. Geht's allen gut? Die Gruppe ist erschöpft und aufgeregt. Jetzt mach doch mal langsam, schweb doch mit. Sie haben die eigenen Kräfte wohl überschätzt. Wir wollen eigentlich nur einen kleinen Rundlauf um Breitenau machen und sind dann ein Stückchen weiter. Und dachten, da geht es dann runter, weil wir schon mal da gelaufen sind. Und sind dann in den Wald reingekommen und gingen immer weiter. Dann haben wir gesagt, drehen wir um. Ah nee, das muss ja da vorne dann runtergehen. Und auf einmal machen wir halt hier unten. Und jetzt sind wir da.
Einigen tun die Knochen weh. Aber sonst, so geht's, okay? Medizinische Hilfe braucht zum Glück niemand. Die Bergretter nehmen den Notruf der Senioren trotzdem ernst. Die Personen waren erschöpft, die sagen, sie kennen sich nicht aus, kommen aus dem Odenwald hierher. Wenn der Patient sagt, er ist notwendig, er braucht Hilfe, dann ist das so. Das zählt für uns und wir bewerten dann auch am Ende nicht, ob das jetzt sinnvoll, notwendig oder was auch immer war. Adrian zeigt Verständnis. Aber ein Taxidienst ist die Bergwacht eigentlich nicht. Hier noch einer. Gut, oder? Geht es. Immer wieder unterschätzen Wanderer die Tücken des Feldbergs. Man denkt, der Schwarzwald ist eine liebliche Landschaft, harmlos, man kommt immer gleich in den nächsten Ort. Aber im Schwarzwald stellen wir schon immer häufiger auch fest, dass Leute sich verausgaben, vielleicht die eigene Kondition und auch das Gelände falsch einschätzen und dann an einen Punkt kommen, wo es ohne Hilfe nicht mehr weitergeht. Zurück am Hotel. Und wer trägt die Kosten des Einsatzes? Solche Einsätze, bei denen die Patienten oder Betroffenen nicht an Rettungsmittel übergeben werden und sie auch nicht ins Krankenhaus müssen, da kriegen sie keine Rechnung dafür von uns. Mhm. Ja, da haben wir keine Grundlage, dass wir da eine Rechnung stellen können, einfach so. Aber ich würde Ihnen einen Zettel mitgeben. Mit Spende einer Adresse und vielleicht überlegen Sie sich eine Spende. Dann überlegen uns das nicht, vielleicht das kommt. Super. Danke. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Wiedersehen. Alles Gute. Bei vielen Einsätzen bleiben die Bergretter auf ihren Kosten sitzen. Sie sind auf Spenden angewiesen und auf eigenes Engagement. Jan und Patrick planen einen neuen Sanitätsraum. Der alte liegt schwer zugänglich im Keller der Bergwachthütte. Wenn man natürlich mehrere Einsätze fährt und jedes Mal im Keller den Patient unter mehr oder weniger einlagern muss, dann funktioniert das halt so nicht mehr. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir das gestemmt bekommen, weil wir das halt das meiste in Eigenleistung tragen müssen. Für solche Bauprojekte ist kein Geld da. Die Bergretter stehen vor einem tiefen Finanzloch und müssen die Dinge selbst anpacken. Hier soll der neue Anbau hin. Ein riesiger Fels im Boden ist nicht das einzige Problem dabei. Also ich fühle mich eigentlich schon öfters mal im Stich gelassen, wenn man irgendwie sieht, was andere Organisationen bauen können oder was irgendwie in Deutschland ja eigentlich auch geht. Und wir dann hier von Hand irgendwelche Sachen zusammenzimmern und so, das ist irgendwie schon manchmal schade, ja. Zum Glück verfügen die Jungs über handwerkliches Geschick. Jan studiert Maschinenbau. Und Patrick ist Fliesenlegermeister. Alle Bergretter machen hauptberuflich etwas anderes. Caro ist Ärztin und arbeitet in der Freiburger Uniklinik in der Anästhesie. Noch immer schreibt sie an ihrer Doktorarbeit. Irgendwie bleibt dafür nie genügend Zeit zwischen Krankenhaus und Bergwacht. Alles unter einen Hut bringen wollen, nicht Nein sagen können. Dagegen hat selbst die junge Ärztin kein Rezept, oder? Prioritäten setzen ist ganz wichtig. Man muss sich einfach jede Woche aufs Neue überlegen, was ist jetzt das, was ich in dieser Woche unbedingt erledigen muss. Und dann mache ich da wie wahrscheinlich jeder andere auch einen Plan mit Abstufungen. Und manchmal fällt dann leider auch was hinten runter, aber das ist, glaube ich, auch normal. Der Frühling erobert den Schwarzwald. Mehr als 8 Millionen Gäste zählt die Region jedes Jahr. Adrian muss seine Wanderhose immer öfter gegen einen feinen Anzug tauschen. Er ist der jüngste Landesvorsitzende, den die Bergwacht im Schwarzwald jemals hatte. Der gelernte Forstwissenschaftler übernimmt diese neue Rolle ebenfalls ehrenamtlich, neben seinem Beruf. Der Bergretter pendelt nun ständig zwischen dem Feldberg, Freiburg und Stuttgart, wo die hohe Politik stattfindet. Fast 5000 Kilometer fährt Adrian pro Monat. Es ist natürlich nicht immer ganz einfach, alle Bereiche unter einen Hut zu bringen. Den Einsatzdienst, den Verwaltungsdienst, sage ich mal, der Bergwacht und den Beruf. Und dann noch das Private, was auch nicht zu kurz kommen sollte. Was tröstet, ist, dass es uns allen irgendwo so geht. Und so ist ja generell irgendwie, glaube ich, auch das Leben, dass man mal hin und her switcht.
Und es macht es auch spannend am Ende. Offizieller Termin in Freiburg. Adrian will im Regierungspräsidium den Ernst der Lage klarmachen. Die Bergwacht steht kurz vor der Pleite. Unsere Rücklagen, die wir die vergangenen Jahrzehnte aufbauen konnten, die sind restlos aufgebraucht. Wir haben ein Liquiditätsproblem des Landesverbandes, können die Fahrzeuge nicht mehr reparieren, die erhalten keinen TÜV mehr, stehen still. Also was wir uns wünschen würden, wäre, dass wir ein Stück weit auch Flankenschutz erhalten, auf dem Weg in eine grundsätzliche Debatte auch, die landesweit zu führen ist. Man muss auch einen gemeinsamen Ansatz finden, wie die Bergwacht sich organisatorisch neu aufstellen kann, auf der einen Seite. Andererseits ist sie eine junge Organisation. Also nicht nur, dass der Landesvorsitzende jung ist, sondern dass sie auch interessant sind für Jugendliche. Das kann ja auch ein guter Ansatz sein. Kommen aber momentan. Hier fällt heute keine Entscheidung über mehr Geld für die Bergwacht. Im Politikbetrieb muss man sehr viel reden, um irgendwann gehört zu werden. Das hat Adrian schon jetzt begriffen. Ich habe auch als junger Amtsträger hier keine Probleme, diese Stichhaltigkeit vorzutragen, mich auch durchzusetzen. Ich glaube auch hier und da vielleicht sogar einen Vorteil, weil es werden jetzt Weichen gestellt, Weichen auch für eine Generation, die jetzt antritt und in Zukunft Rettungsdienst ehrenamtlich übernehmen soll. Und die Generation repräsentiere ich ja auch und kann hier und da vielleicht auch sehr glaubhaft dann rüberbringen, warum es Veränderungen braucht. Bis dahin wird Adrian noch viele Klinken putzen müssen. Heute führen die Bergretter eine Wildhüterin zu einem ganz besonderen Notfall. Ein Rehkitz liegt geschwächt und verlassen am Wegesrand. Das macht schon einen arg geschwächten Eindruck da. Meinst du, dass es eine Chance hat? Wenn schon 5 Stunden liegt, also normalerweise wäre Mutter schon lange mal gekommen und hätte es vielleicht da weggenommen. Weil es ist, liegt ja am Wanderweg. Wanderer hatten das Rehkitz entdeckt und die Bergwacht alarmiert. Die Wildhüterin wird versuchen, das geschwächte Tier wieder aufzupäppeln. Ohne seine Mutter hat das Rehkitz in der freien Natur keine Chance zu überleben. Alles okay. Ja, so wie es jetzt gerade noch zappelt, ist er schon noch fit eigentlich. Boah. Eine Hauptaufgabe neben dem originären Rettungsdienst ist auch tatsächlich Naturschutz. Und da gehört auch dazu, dass man sich natürlich mal um Tiere kümmert, sei es ein Hund, der abgestürzt ist, oder auch ein Rehkitz, was am Wegesrand liegt und von Wanderern gefunden wird. Also da kümmern wir uns gern drum, aber relativ selten. Und am nächsten Morgen gute Nachrichten. Das Rehkitz hat die kritische Phase überstanden. Mitte Mai. Während es in den Tälern blüht, liegt oben auf dem Feldberg immer noch Schnee. Kein Wunder, auf fast 1500 Metern Höhe. Alle Bergretter müssen klettern und sich abseilen können. Heute üben sie am Steilhang. Für Sebastian ist es das erste Mal. Vier Augenprinzip. Sebastian ist der neue Bergwachtanwärter und muss noch viel lernen. Die ganzen theoretischen Sachen, da bin ich jetzt nicht so der Superkönner. Meine Stärke liegt eher in den praktischen Aufgaben. Sebastian ist eigentlich Berufsfeuerwehrmann. Jetzt muss er seinen neuen Kameraden bei der Bergwacht vertrauen. Hier ist gut. Du gehst ungefähr noch 2 Meter nach links zu deiner Linken. Ja, genau, jetzt bist du unter dir. Da unten kommt der Fels. Es geht schon gut runter, ja? Warum hat sich Sebastian ausgerechnet für die Bergwacht entschieden? Ich bin schon seit meiner frühen Jugend in der katholischen Jugend tätig gewesen, habe da auch Kinderzeltlager und Jugendgruppen geleitet. Der Bezug zu den Menschen, den mag ich sehr gern. Und ein gewisses Helfersyndrom, denke ich mal, hat jeder, der da was Gutes tun will. Und von daher finde ich es ein schönes Hobby, wo man da auch seine Zeit rein investieren kann. Die erste Hürde hat Sebastian genommen. Egal ob auf der Skipiste im Winter oder auf den Wanderwegen im Sommer, die Bergretter sind das ganze Jahr über im Einsatz.
Das schweißt zusammen. Die Bergretter sind mehr als nur Kameraden. Katharina hat sogar ihren Freund Patrick bei der Bergwacht kennengelernt. Doch jetzt will die Bankkauffrau sich beruflich verändern und ist drauf und dran, ihre Heimat zu verlassen. Katharina will studieren. Ich bin mich gerade am Bewerben für BWL, für Tourismusmanagement und Eventmanagement. Also willst du auf jeden Fall aber hier in der Gegend bleiben, langfristig gesehen? Ja, langfristig, ja. Aber ich habe mich schon damit abgefunden, dass ich zum Studium weiter weg muss. Und wie stellst du das dann vor? Willst du dann jedes Wochenende heimfahren oder wie? Das weiß ich noch nicht. Also jedes Wochenende werde ich nicht heimkommen können. Aber ja, vielleicht einmal im Monat oder so auf jeden Fall. Sag ich jetzt mal so vom Gefühl. Das klingt stark nach Abschied. Was bereitet Katharina dabei die größten Sorgen? Das Heimwehgefühl. Doch. Also ich sag mal so, wenn man weggeht, dann weiß man einfach, was man an der Heimat hat. Und Heimat ist noch nicht unbedingt die Gegend, sondern vielmehr die Menschen, die man damit verbindet. Also Freunde, Familie, ja. Aufregung draußen vor der Hütte. Eine Frau braucht dringend Hilfe. Tief einatmen, ausatmen. Ihr Ehemann hat sie selbst zur Bergwacht gebracht. Die Frau kann kaum atmen und zittert am ganzen Körper. Jetzt gehen wir hier, bitte, Sie gehen noch bitte raus. Und zwar alles gut. Sie kriegen Luft. Sie bekommen eine Sauerstoffmaske von uns. Da kommt Sauerstoff raus, gell? So. Es ist in Ordnung. Sie kriegen eine Sauerstoffmaske, gell? Die Frau hat das Gefühl, keine Luft zu bekommen. Sie ist in Panik. Caro will ein Beruhigungsmittel spritzen. Ja, ist gut. Ich lege Ihnen jetzt einen Zugang an der Hand, gell? Da müssten Sie mal versuchen, einmal die Hand ein bisschen ruhig zu halten. Uns, genau. Es gibt einen Piekser an der Hand. Und gleich noch ein bisschen was zu beruhigen. Was fehlt der Patientin bloß? Ich muss hier erstmal einen Überblick kriegen. Ich weiß im Moment noch nicht, was los ist. Wird schon ein bisschen besser? Ja, gell, so langsam wird es besser. Wir messen jetzt gleich noch den Blutzucker. Es gibt einfach Sachen, die sind wirklich lebensbedrohlich und die muss man ausschließen. Wenn man das für sich erledigt hat und sozusagen zur Diagnose Hyperventilation kommt, dann kann man sich darauf konzentrieren, sozusagen liebevoll umzugehen mit den Patienten, versuchen, die irgendwie zu beruhigen. Und ja, muss man sich halt versuchen, reinzuversetzen. Das Schlimmste scheint überstanden. Dann kann ich Sie so ein bisschen beruhigen. Was Sie hatten, ist eine sogenannte Hyperventilation. Ja, das ist, wenn man zu schnell und zu viel atmet, ja, dann hat man immer mehr das Gefühl, dass man überhaupt keine Luft kriegt. Und das macht dann wahnsinnig viel Angst, weil man dann immer noch mehr das Gefühl hat, dass man schlecht Luft kriegt. Es ist aber eigentlich harmlos. Schwester, was genau die Attacke bei der Frau ausgelöst hat, kann sie selbst nicht erklären. Dann ein weiterer Notruf. Patrick macht sich mit Adrian auf den Weg. Es gab einen Motorradunfall. Kurz vor der Unglücksstelle erfahren die Bergwächter, ein Rettungswagen ist schon da. Der Motorradfahrer ist wohl recht schwer gestürzt, auch hat eine Rückenverletzung, wird schon versorgt durch den Rettungsdienst, der straßengebunden kam. Und unsere Aufgabe wird jetzt sein, hier den Hubschrauberlandeplatz einzurichten, abzusichern, auch mal noch momentan, bis die Polizei dann jetzt das gleich übernimmt, die Verkehrssicherung auch zu übernehmen. Plötzlich ein neuer Funkspruch. Jetzt hat sich herausgestellt, dass wir unten noch einen zweiten Einsatz haben. Da fliegt gerade Christoph 54 an. Die Leitstelle meldet einen zweiten Motorradunfall in nächster Nähe. Die Verwirrung ist groß. Das führt dazu, dass nicht ganz klar ist, ob es wirklich zwei sind, beziehungsweise wer wo liegt. Es sind jetzt zwei Hubschrauber in der Luft. Der Rettungsdienst ist beim einen Einsatz jetzt hier schon eintroffen und wir suchen jetzt nach dem zweiten Unfall. Aber ob es den wirklich gibt, das wissen wir noch gar nicht ganz 100%. Aber tatsächlich, kurz darauf finden Sie die zweite Unfallstelle. Die Bergwacht unterstützt bei solchen Einsätzen den normalen Rettungsdienst. Hier ist der Notarzt mit dem Helikopter bereits eingetroffen und versorgt die gestürzte Motorradfahrerin.
1 Milligramm Dormicum. Oder sind das 5 Milligramm? Ein kurzes Sommergewitter. Und die kurvige Fahrbahn wurde plötzlich rutschig. Jetzt rutscht es weh. Die Patientin scheint sich das Handgelenk gebrochen zu haben. Sie ist ansprechbar, steht aber unter Schock. Das geht mit dem Ketadormikum auch. Wie bitte? Während diese Motorradfahrerin noch vor Ort versorgt wird, ist der Verunglückte des anderen Unfalls schon auf dem Weg ins Krankenhaus. Ich habe hier auch kein Netz, das müssen wir über Leitstelle machen. Die verletzte Frau hatte Glück im Unglück. Die Bergretter müssen häufig miterleben, wie tragisch ein Sturz mit dem Motorrad ausgehen kann. Erst vor kurzem musste Patrick einen Schwerverletzten versorgen. Gut, also dann. Ich hatte schon den ein oder anderen Einsatz in die Richtung. Von dem her prallt es mittlerweile auch ein Stück weit von mir ab. Das ist halt natürlich mit Sicherheit ein Stück weit ein Eigenschutz. Das muss man mit der Zeit natürlich auch entwickeln. Und dann kann man auch souverän arbeiten, weil das muss dann einfach schnell funktionieren. Die Personen, die müssen schnellstmöglich in die Klinik. Man kann das nicht an sich ranlassen, man muss es von sich abschirmen, weil sonst kann man nicht arbeiten. Der 23-jährige Patrick gibt sich abgeklärt. Doch ohne intensive Gespräche mit den Kameraden verkraftet kein Bergretter auf Dauer belastende Einsätze. Heute herrscht anderer Redebedarf. Patrick und Adrian hätten beim ersten Unfallort bleiben sollen. Das war, weil wir über Funk gar nichts mitgekriegt haben. Dann war es für uns mega irritierend, warum ihr jetzt, also für mich persönlich, warum ihr jetzt auch hier hinterfahrt. Der Einwand ist absolut richtig. Wenn du der Gruppenführer bist und sagst, wir machen das so, dann haben wir erstmal nicht mehr zu denken. Dann machen wir das so lange, bis du auf eine andere Idee kommst. Und hier haben wir uns wegen eigenständig gemacht. Naja, auf jeden Fall. Dicke Luft bei den Bergrettern? Das müssen wir einfach dann vor Ort nachbesprechen. Dann, wenn das noch frisch ist, wenn sich jeder das noch vorstellen kann. Und dann braucht es auch ganz klare Worte. Und ich glaube, das haben wir jetzt ganz gut gemacht. Problem ist lösbar und beim nächsten Mal machen wir es wieder besser. Der Helikopter der deutschen Luftrettung bringt die Motorradfahrerin in die Klinik nach Freiburg. Die Bergretter erfahren später, die Verletzte musste sich einer komplizierten Handoperation unterziehen. Vom Feldberg geht es nach Freiburg. Dort hat die Bergwacht ihre Geschäftsstelle. In diesem Büro stemmen Adrian und sein Team die Verwaltungsarbeit. Als Landesvorsitzender hat Adrian einen Riesenberg an Aufgaben. Dabei ist selbst diese Position ein Ehrenamt. Hauptberuflich arbeitet Adrian für den Naturpark Schwarzwald. Zurzeit ist er unter Druck. Er sucht schon seit Monaten nach einer neuen Bleibe für die Bergwacht. Denn aus diesen Mieträumen hier müssen die Bergretter bald raus. Der Eigentümer will verkaufen. Anruf beim Makler. Bergwacht Schwarzwald, Adrian Probst, hallo. Ich sehe gerade online Ihre Anzeige in Kirchzarten. Das ist sehr schade. Aber schon wieder viel zu teuer. Der Preis hier im Großraum Freiburg, überhaupt entlang der Autobahn A5, das ist einfach, ja, ich will nicht sagen eine Katastrophe, aber sehr, sehr schwierig, da was Passendes zu finden, was sich auch ein Verein in der Lage jetzt momentan leisten kann. Und ich rechne damit, dass wir jetzt bei der nächsten Anfrage, beim nächsten Objekt mindestens mit dem Doppelten am Mietpreis rechnen müssen. Für Adrian ist klar, die Bergwacht braucht mehr Geld, sonst sitzen sie bald auf der Straße. Zurück am Feldberg, andere Baustelle. Für den neuen Sanitätsraum der Bergwachthütte muss der Fels im Boden weichen. Es ist die einzige Bauarbeit, die die Bergretter nicht selbst erledigen können. Servus und? Soli. Lauf ja. So weit. Man muss halt immer schauen, wo man reinkommt. Buch hat sie Zeit. Ciao. Der riesige Fels bringt Patricks engen Finanzplan durcheinander. Und der hat sich mehr oder weniger jetzt durch die halbe Garage gezogen.
Und dann verzögert es halt zeitlich, aber natürlich auch finanziell kommt halt da auch gleich mal wieder mehr Geld dazu, was es halt dann später kostet. Und ich meine, wenn halt so ein Bagger läuft, der kostet halt dann. Und nicht nur das. Der Bagger sorgt für ganz andere Probleme. Er hat aus Versehen das Telefonkabel gekappt. Ja, also da ist jetzt das und vielleicht provisorisch Flicke, okay, wenn wir keiner erreichen. Müssen wir schleunigst in den Griff kriegen. In einer Viertelstunde ist Dienstbeginn und wir werden alarmiert über die Leitung. Bergretter Max versucht übers Handy einen Techniker des Telefonanbieters zu erreichen. Doch am Wochenende ist das aussichtslos. Ist ein großes Problem, weil wir, sag ich mal, auf unserem normalen Weg nicht alarmierbar sind. Also normalerweise werden wir eben über das Festnetz alarmiert und das ist jetzt eben zurzeit nicht möglich, weil das Telefon tot ist. Aber wenn dann in 10 Minuten der Dienst losgeht, dann sollten wir definitiv alarmierbar sein. Die Zeit drängt. Die Baggerfahrer versuchen, das Kabel selbst zu reparieren. MacGyver wäre stolz. Also, wir haben es jetzt geklickt. Jetzt könnten wir noch mal probieren, ob es funktioniert. Ja, stark, ich ruf gerade mal an. Ja. Ja, doch, geht durch. Super, danke dir. Gerade noch mal gut gegangen. Am Abend geheime Beratungen. Die älteren Bergretter planen eine ganz spezielle Übung. Eine Vermisstensuche bei Nacht. Das Besondere, alle Bergwächtler, die sich noch in der Ausbildung befinden, sind nicht eingeweiht. Sie halten die Übung für echt. Wir hatten auch schon den Fall, dass wir jemanden gesucht haben, der zum Bärensammeln ins Gelände gegangen ist. Das Fahrzeug wurde später gefunden, der Mann als vermisst gemeldet. Bis heute hat man da keinerlei Spur gefunden, obwohl man mehrere Tage, 5 Tage im Einsatz war mit mehreren Hubschraubern, Suchhunden, Kräften auch am Boden. Insofern ist das ein beliebtes Übungsszenario, was gleich schon in der Grundausbildung nach Möglichkeit aufgegriffen wird. Wir vermissen seit heute Mittag um 3 einen Wanderer, 45 Jahre. Deswegen brauchen wir Manpower und deswegen seid ihr jetzt hier. Thorsten, Sebastian, Andi. Ja, ja. Passt. Auch Bergwacht-Einsteiger Sebastian glaubt, dass die Suchaktion real ist. Aufgrund von der Situation, dass jetzt halt bald dunkel wird, hieß es, dass jetzt der ganze Kurs mit Suchen geht. Und jetzt sind wir halt hier eine bunt gemischte Truppe, aber da muss man jetzt halt schnell handeln. Los geht's. Wann ist der losgegangen? Heute Morgen? Oder wie weit ist denn der? Seit heute Mittag vermisst. Seit heute Mittag. Sebastians Gruppe sucht ab dem Seebuck-Gipfel. Bergretter Max leitet die Anfänger. Das Suchgebiet ist auf der linken Seite der Sesselbahn bis runter zur Talstation. Hallo! Die Retter bilden eine lange Suchkette. Hallo! Um die Uhrzeit hier noch draußen zu sein, das ist jetzt nicht ideal, außer wenn man halt jetzt wirklich sich körperlich bewegt, aber der kann ja irgendwo liegen. Also von daher sollte man sich jetzt auch ein bisschen beeilen. Die Kollegen sind auch überall schon am Suchen. Ich denke, wir müssen ein bisschen vorankommen auch. Mit der Dunkelheit kommt die Kälte. Eine gefährliche Situation für einen Vermissten. Heute ist es zum Glück nur ein Spiel, allerdings nicht für Sebastian. Das ist schon ein bisschen schwierig jetzt. Es kann auch sein, dass man direkt an dem vorbeiläuft, weil hier überall das Dickicht zu hoch ist. Und wenn man da 2 Meter dran vorbeiläuft, dann sieht man ihn vielleicht nicht. Aber wie es der Übungsablauf so will, Sebastian findet den Vermissten. Hallo? Hallo, was ist passiert? Hallo? Schmerzen in der Brust. So. Ein Lächeln huscht ihm dann doch übers Gesicht. Gunnar ist selbst Bergretter und versucht, den Verletzten überzeugend zu spielen. Dann machen wir gerade hier ein bisschen Platz schon, dass wir ihn dann gleich hier rum aufs Quad laden können. Die Bergwachtanwärter sollen bis zum Schluss glauben, dass die Aktion ernst ist. Sogar Caro wird als Ärztin zum Fundort bestellt und spielt mit. Ein bisschen Schmerzmittel geben und dann warten wir noch aufs Ekel. Lass ihr noch mal ein bisschen Luft rein. Letzter Schritt der Übung: Abtransport des Patienten.
halten. 1, 2, 3. Das ist im Sommer viel schwieriger als im Winter mit Skiern und Schlitten. 5 Bergretter müssen die schwere Trage über Stock und Stein hieven. Das Team muss perfekt aufeinander eingespielt sein. Gut. Suchaktionen zu üben, das bietet die Chance, verschiedene Dinge zu üben, die bei jedem Einsatz eigentlich wichtig sind. Man hat viele Einsatzkräfte vor Ort, die koordiniert werden müssen. Man hat eine lange Einsatzzeit, die man auch mental durchstehen muss, die man körperlich durchstehen muss. Insofern eine Lage, die die Einsatzkräfte sehr fordert. Dann endlich die Auflösung. So, jetzt lauf. Als ich dann den Patienten dann mir genauer angeschaut habe und auch mal seinen Kopf dann hochgenommen habe, er hat lange versucht, sein Gesicht zu verbergen. Aber dann war mir doch klar, dass es eben ein bekanntes Gesicht aus meiner Ortsgruppe ist. Von diesem Moment an spielte Sebastian weiter mit, um seinen Kameraden die Übung nicht zu verderben. Juni. Groß-Event im Schwarzwald. Der Ultra-Bike-Marathon. Trotz Unwetters soll das Mountainbike-Rennen stattfinden. Über 4000 Radfahrer sind am Start. Für unsere Patienten, da muss man davon ausgehen, dass sie ähnlich wie im Winter fast auch sehr schnell auskühlen. Wenn die dann total durchweicht sind und es noch ein bisschen windet, dann holen die sich schnell zusätzlich noch eine Unterkühlung. Für uns ist es wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger, an den Einsatzort erstmal hinzukommen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie weit wir mit unseren Autos tatsächlich in dem Matsch auch voranfahren können. Da gibt es bestimmt die eine oder andere Strecke, die wir noch laufen müssen dann. Sogar die provisorische Einsatzleitung der Bergretter droht zu versinken. So extrem haben wir es bisher, glaube ich, noch nie gehabt in der Geschichte des Ultrabikes. Das ist dieses Jahr echt extrem, also abartig, wie es regnet. Patricks Gedanken kreisen jetzt auch um seine Freundin Katharina. 2 Täler entfernt will die Bergretterin heute selbst beim Radrennen starten. Hier ist das Unwetter schon vorbei. Und gleich geht's los für Katharina. Ich bin aufgeregt, ich bin angespannt, ich freue mich und bin voller Euphorie und ich weiß eigentlich ja so vom Ablauf her gar nicht, was auf mich zukommt. Katharina will heute 43 Kilometer in Bestzeit strampeln. Das Radrennen läuft über verschiedene Strecken. Viele Fahrer kämpfen sich sogar über 117 Kilometer quer durch den Schwarzwald. Überall verteilt die Streckenposten der Bergwacht. So mancher Radfahrer musste bereits das Handtuch werfen. Zu nass, zu kalt und zu spät die richtigen Regenklamotten angezogen. Für mich ist es frustrierend, aber gut, letzten Endes gehört es halt auch zum Sport dazu. Für die einen ist das Rennen zu Ende. Andere legen jetzt erst richtig los. Auf Katharinas Strecke liegt die Partymeile Alp de Fiedleburg. Prozent Steigung, das brennt in den Oberschenkeln. Es ist der steilste Abschnitt des Rennens. Katharina will wissen, wozu sie fähig ist. Nicht nur auf dem Rad. Muss sie bald weg von zu Hause? An welcher Uni sie angenommen wird, weiß sie noch nicht. Ich liebe meine Heimat, man hat seine Freunde hier. Ja, aber ich freue mich auch auf was Neues, was Spannendes. Und man wächst dadurch, durch die Erfahrung. Zur gleichen Zeit Caro, Sebastian und Diana an einem Streckenposten wenige Kilometer vor dem Ziel. Ein Radfahrer stürzt in unmittelbarer Nähe. Das sieht nicht gut aus. Ja,
Hallo, ich bin die Kamera von der Bergwacht. Ich bin Bergwachtärztin. Dann dürfen wir einmal gucken, weil der Helm ist gebrochen und das Auge ist total blau. Ja, ich hab doch genau. Blaue Auge. Ja, ja, genau. Aber hier ist es schon ganz schön getitscht, gell? Mal einmal so machen, geht das? Kopf bewegen, tut da irgendwas weh? Und wie ist es genau passiert? Ja, der hat mich hier rechts überholt, schreit nach rechts. Ja. Und ich kann ja nicht mehr weiter rechts gehen. Das geht ja gar nicht. Ich fahre schon rechts. Wenn man überholen will, muss man links überholen. Das ist jetzt alles über mich gegangen. Ja, das sah nämlich ziemlich spektakulär aus, wenn man ganz ehrlich ist. Gell? Aber da tut nichts weh. Gell? Ja, der hat mir also mit das Vorderrad her. Ja. Genau ins Vorderrad ist er mir gefahren. Und der Arm geht auch so frei zu bewegen. Das geht alles, ja. Tut hier was weh? Nee, tut nicht weh. Nee, nee. Auch nicht und da oben auch nicht. Nee. Gell? Nee, zubeißen? Nee. Funktioniert Kiefer alles. Geht alles. Bisschen Sand drin. Bisschen Sand drin. Der ist komplett gebrochen und das heißt ja schon. Genau. Was, ist ein neuer Helm gewesen? Oder? Ja, ja. Caro will eine Gehirnerschütterung ausschließen und den Mann noch eine Weile beobachten. Der erste Schock und das Adrenalin im Körper des Patienten könnten über eine ernsthafte Verletzung hinwegtäuschen. Hier, mach mal hier noch ein kleines bisschen. Hier, guck mal. Ohne Helm wäre es noch, noch schlimmer wahrscheinlich ausgegangen. Das wäre viel schlimmer ausgegangen, ja. Für Sebastian ist das einer der ersten Einsätze bei der Bergwacht. Zum Glück kennt er viele Handgriffe schon von seiner Arbeit als Feuerwehrmann. War jetzt nicht nervös, aber am Anfang ist natürlich immer so die Situation, da muss man schnell darauf reagieren. Da entsteht dann schon ein klein bisschen Hektik, aber es war alles im grünen Bereich. Bei so einem Sturz läuft bei Ärztin Caro das Kopfkino. Da muss man natürlich mit einer Kopfverletzung rechnen. Das kann entweder eine Schädelbasisfraktur zum Beispiel sein. Das kann im schlimmsten Fall eine Hirnblutung sein. Also so ein Schädelhirntrauma kann es geben. Das sind natürlich die Sachen, vor denen wir Angst haben. Aber das hat sich jetzt hier alles nicht bewahrheitet, Gott sei Dank. Denn beim Röntgen wird sich zeigen, zwei Rippen sind angeknackst. Der Helm hat Schlimmeres verhindert. Katharina auf der Zielgeraden. Das will Patrick nicht verpassen. Auf geht's, komm! Sie. 43 Kilometer. Nach 3 Stunden und 8 Minuten ist Katharina im Ziel. Erschöpft und glücklich. Trotz Matschwetters. Nächstes Jahr will sie wieder mitfahren. Also es ist unbeschreiblich. Ich finde es cool, wenn alle so vermatscht und verdreckt hier rumfahren. Das Grinsen bis hinter beide Ohren und sich einfach nur freuen, dass sie hier sind. Und ich hoffe, dass nichts Schlimmes passiert ist und dass alle heil ins Ziel gekommen sind. Das ist immer das Wichtige dabei, finde ich. Die Bergretter waren heute fast 12 Stunden im Einsatz. Wie die Radfahrer freuen sich jetzt alle auf eine warme Dusche und den Feierabend. Einige Tage später. Adrian bringt schlechte Nachrichten. Ich habe die Fotos noch vor Ort. Zeig mal her. Mit dem gerade erst angeschafften Einsatzauto gab es einen schweren Unfall. Der Wagen ist einen Abhang hinuntergerutscht, über 60 Meter. Der Fahrer wurde wie durch ein Wunder nicht schwer verletzt. Doch das Auto, ein Totalschaden. Wie konnte das passieren? In der nächsten Folge. Die Bergretter brauchen ein neues Einsatzauto. Doch wie sollen sie das bezahlen? Wir haben ca. 20.000 Euro, die wir jetzt noch mal irgendwo auftreiben müssen. Und wie meistern sie die vielen Einsätze im Hochsommer? Ich gebe erst so ein bisschen was zur Beruhigung. Haben Sie sonst manchmal Schmerzen in der Brust? Und wird Katharina für ihr Studium die Bergwacht verlassen? Beruflich und so muss jeder sein eigenes Ding machen. Ein Sommer des Aufbruchs für die Retter vom Feldberg.